Ach, Katharina, ich weiß gar nicht, ob ich heute den ganzen Digi-Stammtisch durchhalte. Ist zwar interessant, aber ich bin so müde. Ich hatte gestern eine echt harte Deadline mitten in der Nacht und bin noch lange am Computer und am Handy gesessen und konnte dann nicht wirklich schlafen. Kein Problem, Martin. Ich sag dir dann danach, was wir gesprochen haben. Aber das Problem kenne ich. Wenn ich am Abend noch lange am Computer sitze oder auf das Handy schaue, dann kann ich auch oft nicht gut einschlafen. Angeblich liegt das am blauen Licht vom Bildschirm. Genau, ich habe auch eine eigene Software mit einer Blaulichtfilterfunktion installiert und das ist tatsächlich besser für die Augen. Aber durch den ganzen Stress konnte ich einfach nicht schlafen. So wie man sich im Internet vor Gefahren wie Viren schützen muss, sollte man die Gesundheit am Arbeitsplatz bei langer Computerarbeit nicht vernachlässigen. Dazu gehört, den Schreibtischsessel sowie den Tisch und Monitor richtig, also ergonomisch, einzustellen. Um die Augen zu schonen, kann man einen Blaulichtfilter verwenden oder womöglich den Nacht- oder Dunkelmodus einstellen. Wichtig ist auch, genügend Pausen einzulegen. Dafür kann man sich die 20-20-20-Regel merken. Nach 20 Minuten vor dem Bildschirm 20 Sekunden lang und mindestens 20 Schritte gehen. Beziehungsweise alle 20 Minuten mindestens 20 Sekunden lang auf einen Gegenstand schauen, der 20 Fuß, ca. 6 Meter entfernt ist. Zur Gesundheit am Arbeitsplatz gehört aber nicht nur die körperliche Schonung, sondern auch geistig abschalten zu können. In der Nacht kann man in etwa den Nicht-Stören- oder Flugzeugmodus am Handy aktivieren, um innerhalb eines festgelegten Zeitraumes keine Benachrichtigungen zu bekommen. Ah nein, jetzt ruft mich dieser Kunde schon wieder an. Ich wette, er hat ein Problem mit meiner Arbeit von gestern gefunden. Er hat mich gestern schon beschimpft wegen einer Kleinigkeit. Nein, aber weiß er denn nicht, dass am anderen Ende der Leitung auch nur ein Mensch sitzt? Was hast du dann gemacht? Naja, ich habe versucht, ruhig und sachlich zu bleiben, aber das ist halt leichter gesagt als getan. Stimmt. Aber du hast ja recht, ich werde jetzt mein Handy ausschalten, es ist sowieso außerhalb der Arbeitszeit.